So, jetzt aber. Eriksen, los! Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ich stelle hier die Fragen. Gib mir die Zugangscodes für die Silo-Rechner. Jetzt! Aber ich weiß... Ich zähle bis drei, dann drücke ich ab. Aber ich kenne die Codes nicht. Zwei... Warte! Okay, okay, hier sind Sie. Bitte. Bleib hier. Nur eine Bewegung, bevor ich zurück bin und du bist ein toter Mann. Mit diesem Scanner kannst du die Virusträger finden. So, das haben wir. Sollen die sich ruhig gegenseitig beschießen, solange sie uns nicht beschießen. Oder mich. Das ist unhöflich. Okay, das war dumm. Jetzt habe ich mich selber weggeschossen. Man muss sagen, der Soundtrack von Seifenfilter war schon immer cool. Muss man wirklich mal so dazu sagen. Aha. So. Den Virusscanner hat man bloß hier. Ich weiß gar nicht mehr, ist das hier irgendwo gewesen? Nee. Wie viel waren das? Drei Virusträger. Naja, das kann schon durchaus sein. So. Bis jetzt läuft's gut. Ich will aber nichts beschönigen. Ich glaube, das war hier einer. Hier ist eine kleine Kiste. Gut, 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 gut. Virusträger gefunden und markiert. Ich weiß nicht, was Fagin vorhatte, aber dieses Zeug hätte gereicht, um einen ganzen Kontinent zu vernichten. Ich versuche, den NATO-Spionagesatellit anzuzapfen, um deine Position festzustellen, aber die Computer sind abgestürzt. Keine Sorge, ich habe hier alles im Griff. Nee. Wie du meinst? Kann auch nicht so sein, ne? Naja, nur weil die sich beschießen, ist noch lange, dass sie mich nicht beschießen können, wa? Boah, drücke doch Hallo. Hält nicht. Hörer. Oh
Warte mal, hier war irgendwo auch einer. Naja. Ah, nimm erstmal hier den hier mit. Granate. So. Hier können wir nur nicht runter. Wir müssen ins Land. Autsch. Es war aber klar, dass das so passiert. Nicht in jede Fässer. Ich muss mir das genau überlegen. Warte mal. So. Achso, ich muss noch kaputt schießen. Warte. Ja, meine Guten. Könnt ihr ruhig mal schießen. Oder sich selber abknallen. Ja, noch nicht ganz. Vielleicht macht das noch. So. Ah nee, der Strom ist noch an. Mal hier vielleicht eine Kiste oder sowas. No. Na ja, gut, dann machen wir halt anders weiter. Ah, warte mal. Ah, nee, das ist doch nicht. Wir müssen hier lang. Ah, doch, das war das doch nicht. Aber ich weiß, bei einem Tunnel muss man aufpassen. Ja, das muss hier noch nicht sein. Boah! Ja, nee. Das ist scheiße. Hä? Von wo war denn das jetzt bitte? So. Ja, nee. Beschießt euch selber. Hallo? Ich habe mit den ganzen Schüssen nichts zu tun. So. Brauche ich den Endtunnel wenigstens nicht nochmal lang gehen? Das war jetzt auch dumm. Hä?
Ey, Alter! Was ist denn jetzt los auf einmal? Ist sowieso ziemlich hohl, dass sie sich selber abknallen. Hallo? Ja, nee, auf mich schießen, ist logisch. So. Das ist doof, Alter. Das ist doch beknackt, Alter. Wie soll ich denn da... Super, Alter. Das, ich werde sowieso gleich weggenatzt. 100 Pro. Alter, ohne Weste, das wird lustig. Endlich, Bro, müsste ich hoffen auf den nächsten Checkpoint, so muss ich das hier nochmal machen mit den Zurückklettern. Alter! Hau ab! Autsch, die haben definitiv einen Granatwerfer. Definitiv haben die was.
Осторожно! Ja, hätte ich die nicht weggekriegt. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Ja. Das war glaube ich bloß einer, wa? Aber hier ist keine Weste, das ist echt mies. Das kann richtig blöd enden. Und wo ist noch ein Virusträger? Jetzt ist die Frage, wo ist noch ein Virusträger? Habe ich irgendwo was übersehen? Muss ich ja, aber Frage wo? Ach, ich weiß wo. Scheiße. Ich muss doch nochmal dahin. Oh, verdammt. Ich hab's gewusst. Ja gut, wenn ich sterbe, dann habe ich wenigstens einen Checkpoint. Ach, du Scheiße. Stimmt, ja, ich muss ja dahin. Ich bin total verschwitzt. Boah. Das kann ich jetzt lustig hören. Ja, das. Genau, hier ist doch noch einer. Ja. War absehbar. Ich wusste, und wo waren die? Aber ich hab gedacht, die laufen so rum. So hatte ich das in Erinnerung. Okay, dann war es nicht so. Dann muss ich zwar die drei Hanseln nochmal, die blauen von eben machen, aber ist mir scheißegal, weil dann bin ich wenigstens hier.
Nein, 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 nein. Ja, das ist ja... Die Animation ist vor allem geil. Ich hol die Leute jetzt mal da raus. Die waren da hinten. Werde ich die mal rausholen. Ach du Scheiße. Komm her. Meine Fresse, du. Meine Fresse. So, jetzt muss ich natürlich die drei Nasen von gerade eben nochmal machen. So. Also es ist ja nur... Ich habe nur dahin gezielt. Und nochmal das Ganze. Meine Fresse. Den sag ich ja. Jetzt kamen die richtig, jetzt kommen die richtig bockigen, schweren Dinger. Da stirbt sich schneller. Ey, sag mal! Wieder! Ist doch wohl offensichtlich, dass das geht. Das mache ich nicht zum ersten Mal, den Trick. Muss ich es halt anders machen.
Na, okay, dann so hier nochmal. Natürlich super, wenn sie zu dritt sind, ne? So, und den haben wir auch erledigt. Da drüben war ja nix. So, erledigt jetzt aber. Leanne, ich habe Versandscheine für Teile gefunden, die was mit R9 Deviatka zu tun haben. Sagt dir das was? Ich schau mal. Die R9 Deviatka ist eine Zwei-Phasen-Rakete mit einer Reichweite von 12.500 Kilometer und 5 Megatonnen Sprengstoff. Aber Russland hat sie 1977 aus dem Verkehr gezogen. Sieh nach, ob der Silo wirklich verlassen ist. Sieht aus, als ob Fagin mehr vorgehabt hat, als wir dachten. Leanne, konntest du Markensen erreichen? Ich erreiche überhaupt niemanden in der Europazentrale.